Ich muss zugeben, dass ich das letzte Mal einen Fehler gemacht habe. Und bisher hat es keiner bemerkt, außer meine Frau. Ich habe das Wort Kommunikation falsch geschrieben. Wir sind vor einigen Monaten erst hier eingezogen. Wir sind mit dem Haus immer noch nicht fertig. Und vor allen Dingen haben wir die ganze Zeit nach passenden Badmöbel gesucht. Und zwar Badmöbel, das in unserem Badezimmer passt, also von der Farbe her, aber auch von der Größe her, weil unser Badezimmer nicht das größte ist und zu einem vernünftigen Preis. Es war alles nicht so einfach, wie es sich anhört, und endlich hat meine Frau etwas gefunden, und zwar bei einem renommierten Versandhaus. Hat sie das Möbel dann gleich bestellt. Also so Möbel zum Zusammenbasteln, so einige Schränke, die man so ganz geschickt um den Waschbecken herum arrangieren kann, und einen Spiegel. So, die Dinge kamen dann ein Ding nach dem anderen zu uns. Erstmal den Schrank und dann den nächsten Schrank und so weiter. Es fehlte dann am Ende nur noch der Spiegel. Und der Spiegel kam nicht und kam nicht und kam nicht. Da hat dann natürlich meine Frau irgendwann mal angerufen, und da hieß es, ja, der Spiegel kommt noch, der ist halt momentan nicht lieferbar, aber der kommt noch. Okay, kein Problem, wir warten und warten, und der Spiegel kommt nicht und kommt nicht. Und nach einer Weile kriege ich dann einen Anruf, und zwar von diesem Versandhaus. Ich sag, oh ja, wunderbar, okay, was können Sie mir sagen? Ja, also Ihre Frau ist Erstkundin bei uns und wir wollten nur mal fragen, ob alles ganz schön in Ordnung ist. Ich sag, fast alles, wir warten auf unseren Spiegel noch. Und da hieß es, ja, so schon, ja, das sehe ich ja, stimmt, gut, ich kümmere mich drum. Ein paar Tage später bekommt dann meine Frau einen Brief, eben von diesem Versandhaus, wo drin steht, wir haben Sie nicht vergessen, der Spiegel kommt ja noch. Wunderbar, warten wir halt und warten und warten, und es kommt nichts, es kommt nichts. Da ruft meine Frau nochmal an, und da hieß es, och, der ist gar nicht in der Bestellung drin. Ja, ach so, ja, der ist gar nicht mehr lieferbar. Wir haben gerade jede Menge Briefe ausgesandt, weil der Spiegel jetzt nicht mehr lieferbar ist. Ja, zu meiner Frau, was machen wir dann? Ja, Sie können das Badmöbel wieder zurückschicken. Ja, zusammengebaut? Nee, geht nicht. Okay. Meine Frau sucht dann weiter auf der Website dieses Versandhauses und findet lieferbar den Spiegel, nur unter einer anderen Artikelnummer. Dann ruft sie nochmal an, ach ja, stimmt, ja, den können wir doch, den können wir doch dann zuschicken, ja, ja, kein Problem. Zwei Tage später kommt ein Brief, wir haben Sie nicht vergessen, aber Ihr Spiegel ist nicht lieferbar. Also meine Frau nochmal an, und die Geschichte geht wohl weiter. Wir wissen immer noch nicht, ob der Spiegel kommt oder nicht, aber anscheinend kommt er doch unter einer anderen Artikelnummer. Und was soll ich sagen? Ich melde mich dann, wenn der Spiegel da ist. Bis dann... Und wir halt warten. Also ich muss zugeben, dass ich das letzte Mal einen Fehler gemacht habe. Ich glaube...